erstmal danke, dass du heute hier für mich Modell sitzt. Und zwar, ich bin heute Morgen aus meiner Wohnung gegangen und habe mir so die Frage gestellt, was ist eigentlich arm und was ist reich? Wie siehst du denn das? Ich finde, man kann arm und reich auf verschiedene Art und Weise sehen. Arm und reich kann finanziell sein, arm und reich kann aber auch Wissen bedeuten, einfach eine Art und Weise. Es gibt Menschen, wo man sagt, so, mein Gott, ist das arm? Im Sinne von, dass einfach das Verhalten nicht adäquat ist oder nicht, wie man sich wünscht. Aber ich würde sagen, dass durchaus ein armer Mensch, aber das ist wahrscheinlich das, was viele sagen, durchaus ein reiches Leben führen kann. Weil nicht unbedingt viel Geld davon nötig ist, Lebensqualität zu haben. Also ich persönlich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, sage ich mal, wie viele Surfer-Dudes dann zum Beispiel in irgendeiner kleinen Hütte zu wohnen, um jeden Tag nur für die eine Welle zu leben, was für die garantiert ein sehr bereicherndes Erlebnis ist, jeden Tag in diese Wellen zu springen. Ich aber mit diesem ärmlichen Leben in so einer Hütte zu wohnen nicht klarkommen könnte. Also ich bräuchte dann schon ein schönes Haus, wo man dann zum Surfen geht, was wiederum viele Surfer wahrscheinlich als arm bezeichnen würden und auch diesen Surf-Spirit nicht mehr haben. Aber ich finde, arm und reich ist ein sehr weit gefasster und sehr offener Begriff, der, glaube ich, für jeden was anderes bedeutet als diese klassischen zwei Wörter hier. Ja, und was hältst du von der Aussage, dass reiche Menschen immer reicher werden und arme Menschen immer ärmer? Stimmt das oder was denkst du darüber? Ich finde schon, dass reiche Menschen immer reicher werden, weil ich finde, man sieht es halt irgendwie auch daran, dass diese Mittel so verschwindet, also dass so zwischen Arm und Reich die Lücke immer größer wird und eigentlich entweder gibt es nur noch, oder es gibt viele so in unserem Alter jetzt, glaube ich, die sich in so einem Mittelfeld befinden, die sich aber über kurz oder lang auch nach oben oder unten entwickeln werden. Ob es private Wünsche sind, dass es so ist, oder weil es der persönliche Elan ist, der einen weiter nach oben bringt, oder vielleicht auch persönliches Pech, der einen wieder weiter nach unten bringt, aber ich finde durchaus, dass es so ist, dass diese Lücke immer größer wird und es viele Menschen gibt, die wesentlich reicher sind als vorher, aber es gibt auch, glaube ich, aufgrund dessen, dass halt die Situation durch Internet etc. etc. Einem jedem die Möglichkeit offen steht, ganz schnell von ganz unten nach ganz oben zu kommen, wie man innerhalb von kürzester Zeit mit sehr wenig Aufwand wirklich Milliardär wird, hat Zuckerberg gezeigt, der Facebook gegründet hat. Das ist eine Idee, für einen Campus entwickelt, ein Freundschaftsnetzwerk aufzubauen, was auf einmal die ganze Welt interessiert und auf einmal ein Milliardenimperium ist innerhalb kürzester Zeit. Also ich glaube, dass es stimmt, dass Reiche immer reicher werden, aber ich glaube, es ist für viele Arme leichter, wenn es ums Materielle und Finanzielle geht, reich zu werden. Und es war nie so leicht, reich zu werden wie in der heutigen Zeit. Ja, Joko, und was ist dir wichtig im Leben? Ach, mir ist als Vater eines kleinen Kindes sehr wichtig Gesundheit. Ja, das ist so, auf einmal denkt man darüber nach, dass wenn man selber durch gesundheitliche Dinge vielleicht nicht mehr so lange lebt, dieses Leben des Kindes nicht erlebt, aber auch bei dem Kind selber feststellt, dass das Wichtigste einfach ist, es ist gesund. Also das ist so eine Sache, die in mein Leben reingekommen ist durch das Kind, dass man einfach sieht, wie wichtig gesundes Leben ist oder das Leben als solches wichtig sein kann und schön sein kann, eigentlich nur, wenn man es gesund genießt. Aber mir ist auch total wichtig, Freunde um mich herum zu haben. Ich hätte sehr gerne viel mehr Freizeit, was ich leider Gottes sehr selten habe. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich schon das Leben, wie ich es habe, aber mit ein bisschen mehr Zeit für meine Freunde, vielleicht mit ein bisschen mehr Urlaub, mit die Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, mit gutem Essen und mit interessanten Gesprächen, schönen Abenden, einfach dem Leben so einen schönen Wert zu geben, indem man einfach die Zeit, die man verbringt in diesem Leben, halt effektiver für sich emotional beeinflusst. Und stimmt die Aussage, dass Arm sexy ist? Dass Arm sexy ist, das hat unser werter Bürgermeister hier in Berlin, glaube ich, mal gesagt. Ne? Jein, finde ich, geht so. Also reich kann auch sexy sein, ja. Man sagt ja auch immer, Geld macht attraktiv. Sieht man ja auch in sehr vielen Fällen tatsächlich dann selber, wo man denkt so, oh Gott, wenn eine Karriere von irgendwem beginnt, denkt man so, was für ein hässliches Endlein, was für ein komischer Mensch. Je mehr Erfolg dieser Mensch hat, desto attraktiver wird er auf einmal. Das kann man auch nicht wirklich erklären. Dass Arm sexy macht, müsste man sich mal genauer Gedanken drum machen und vielleicht auch mal genauer beobachten. Ich habe jetzt noch nicht so viele Fälle, wo ich sage, arm, sexy, weil ich zum Beispiel wohne zwar in Berlin, hasse diese Stadt aber und kann für mich behaupten, nur weil diese Stadt arm ist und dadurch sexy sein soll, finde ich das nicht so, auch wenn jedermann das sagt. Ich finde, Berlin ist pothässlich und da kann sie noch so arm sein, dadurch wird sie nicht sexier. Was sind deine Ziele und Wünsche? Oh Gott, Ziele und Wünsche, das weiß ich selber noch nicht mal, was meine Ziele und Wünsche sind. Und das soll ich jetzt dann hier für dich in die Kamera sprechen. Gut,
ein Ziel wäre auf jeden Fall relativ früh aufhören zu arbeiten, so mit 45, 50 wäre ein schönes Ziel, dass man dann finanziell sorglos ist, dass man noch ein bisschen was von der Welt sieht und das mitnimmt. Das bedeutet aber, dass man hier und jetzt sehr viel arbeiten muss, um sich das leisten zu können nach hinten raus. Ziele und Wünsche ist aber auf jeden Fall auch viel Zeit mit der Familie zu verbringen, viel Zeit für die Familie zu haben und einfach das Leben zu genießen. Ich glaube, das ist ein Ziel und ein Wunsch, den jeder hat und auch jeder haben sollte, den aber ganz viele einfach so im Alltagsstress vergessen. Ich glaube, jeder kennt das, dass man aus einem längeren Urlaub nach Hause kommt und denkt sich so, im Urlaub, warum stresse ich mich eigentlich die ganze Zeit so? Man ist 3 Tage wieder zu Hause und schon ist vergessen, dass man diesen Gedanken im Urlaub hatte, dass man sich nicht so stressen will. Also ich glaube, so effektiv das Leben zu genießen und das Leben so ein bisschen mehr leben, wie das Wort halt schon sagt, das wäre etwas, was ich mir als Ziel setzen sollte und mir wünsche, dass ich es dann auch umsetzen kann. Ja, super, Doku. Vielen Dank für das Interview. Ganz lieb von dir. Dann wünsche ich dir und deiner Familie auf jeden Fall viel Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bis bald. Danke, Maggie.